dieses Auto symbolisiert einfach die Zukunft. Und das ist, dass die Zukunft jetzt schon da ist, das ist unglaublich aufregend und bin mal gespannt, wie es sich dann anfühlt. Hallo Freunde, ich bin wieder unterwegs hier in München, Moving Minds. Das ist unser Format und ich freue mich, einen ganz besonderen Gast zu haben, die bezaubernde Sarah Nuru. Hallihallo. Hallo, vielen Dank, dass du mich hier so rumfährst. Und ja, ich muss ja zugeben, ich selber bin aus dem Rheinland. Du bist Münchnerin. Genau. Ja. Heimspiel. Eben, also falls du dich verfährst, keine Sorgen. Ja, Sarah, ich freue mich erstmal, dass du da bist. Danke schön, dass du mit mir auf Tour gehst. Den meisten wirst du bekannt sein als Model und auch als Unternehmerin. Ja, es ist mir gut ergangen. Also ich kann mich nicht beschweren. Das Modeln hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht über viele Jahre. Doch dann hatte ich irgendwann einen Punkt, wo ich gesagt habe, da geht doch noch ein bisschen mehr. Mhm. Und habe dann beschlossen, mit meiner Schwester zusammen ein Unternehmen zu gründen. Wir haben jetzt seit über 2 Jahren unser Social Business Nuru Coffee. Und wir importieren Kaffee aus Kleinbauernkooperativen und unterstützen damit gleichzeitig Frauenprojekte in Äthiopien. Okay. Und haben hierfür auch unseren eigenen Verein gegründet und vergeben unterstützen und finanzieren mit dem Verkauf Mikrokredite für Frauen, sodass sie, so wie meine Schwester und ich, sich auch was Eigenständiges aufbauen können und so ihre Existenz sichern können. Du hast gerade gesagt, Mobilität ist auch ein großes Thema, was die Nachhaltigkeit angeht. Ich glaube, du bist auch bei der Mini Electric Campaign mit dabei. Sag uns ganz kurz, um was geht es da genau? Was macht ihr da? Das erste Elektroauto, das Mini rausgebracht hat. Ja. Und das ist wahnsinnig toll, weil das Thema ist so, so wichtig. Die meisten Leute bevorzugen eben entweder Carsharing oder eben Fahrrad, weil die sagen, naja, das ist einfach für die Umwelt nicht gut, was ja auch de facto ist. Und ich finde es toll, dass eben Mini mit einer Alternative gekommen ist, gesagt hat, wir bringen ein Elektroauto raus, was gerade auch eine jüngere Zielgruppe anspricht. Du hast dich ja auf der Next Gen auch schon ein bisschen umgeschaut. Ja. Hast du das autonome Fahren gesehen? Ja, ich hoffe, dass ich auch nachher mal das ausprobieren darf. Hundertprozentig. Also aber da fahre nicht ich. Da fährt das Auto nämlich von alleine. Das ist ja unglaublich. Also das ist etwas, als ich das jetzt erfahren habe, dass es das gibt. Ich habe so gemischte Gefühle, wenn ich ehrlich bin. Es ist für mich nur so krass oder so erstaunlich, dass dieses Auto symbolisiert einfach die Zukunft. Und das ist, dass die Zukunft jetzt schon da ist. Dann würde ich doch vielleicht sagen, machen wir uns jetzt auf den Weg zur Next Gen, gucken uns da noch so ein bisschen um. Oder würdest du vielleicht gleich selber mal ein Rundchen fahren wollen? Also wenn wir noch Zeit haben, würde ich gerne echt mal noch selber eine Runde fahren, um einfach mal zu sagen, ich saß im Steuer, ne? Ja, okay. Jetzt ernsthaft? Ja. Dann fahre ich mit. Ich bin jetzt plötzlich Beifahrer bei Moving Minds. Ich und Sarah fahren jetzt an den See und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Moving Minds. Und wer dann dabei ist, das gucken wir uns an. Ciao! Ciao!